Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sinkt weiter. Wie immer nach dem Wochenende sind die vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Daten allerdings noch nicht vollständig. Das RKI registrierte seit gestern 549 positive Testergebnisse. Das sind 568 weniger als vergangenen Montag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 16,6 gesunken. Die Behörde registrierte zudem 10 weitere Todesfälle. Die Zahl der Impfungen wird erst im Laufe des Tages aktualisiert.